Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, insbesondere aus Hameln. Wir hatten heute Morgen über das Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie diskutiert. Ein ganz wichtiger Teil hat dabei aus unserer Sicht dabei gefehlt, und zwar die Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen. Seit dem 1. Mai 1985 mit dem Beschäftigungsförderungsgesetz haben die Arbeitgeber die Möglichkeit, Arbeitsverhältnisse ohne von Gründen zu befristen. Die Zahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse hat sich seitdem verdoppelt. Jede zweite Neueinstellung ist sachgrundlos befristet. Von den sachgrundlosen Befristungen hat sich Schwarz-Gelb große beschäftigungspolitische Effekte damals erhofft. Wie zu erwarten, sind diese nicht eingetreten. Stattdessen sind immer mehr unbefristete Arbeitsverhältnisse durch befristete ersetzt worden. Ein Drehtüreffekt nach unten. Sachgrundlose Befristungen haben in Deutschland Hochkonjunktur. Die Arbeitgeber begründen ihre Vorliebe für Befristung mit Sätzen wie: Was denn? Wir machen das doch nur, weil es gesetzlich erlaubt ist. Wir machen das doch nur, weil wir es machen dürfen. Aber was wollen eigentlich die Beschäftigten? Knapp 90% ist ein unbefristetes Arbeitsverhältnis wichtig. Das zeigt eine Umfrage unter Beschäftigten der IG Metall aus dem letzten Jahr. Im Grunde fordern alle Gewerkschaften die Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen. Wir finden das gut und laden die Gewerkschaften ein, mit uns gemeinsam dagegen zu kämpfen. Lassen Sie mich noch ein paar Sätze zu den Folgen von Befristungen für die Beschäftigten sagen. Hier gibt es zwei große Probleme. Die Arbeitsschutzgesetze werden ausgehöhlt und die Qualität der Arbeit leidet. Eine Befristung führt praktisch zu einer Ausweitung der gesetzlichen Probezeit. Darüber hinaus können die Unternehmen unliebsame Beschäftigte wie kritische Betriebsräte, werdende Mütter und Menschen mit Behinderung einfacher loswerden als in anderen Fällen. Aber auch eine Krankmeldung kann im Zweifel schon zu einem Problem werden. Das zeigt ein Beispiel einer befristeten Beschäftigten bei der Deutschen Post. Die Kollegin hat über einen Zeitraum von 17 Jahren, ich wiederhole 17 Jahre, mehr als 80 Arbeitsverträge, um ihren Job zu behalten. Das allein ist schon ein Unding. Aber weil sie Anfang des Jahres krankheitsbedingt ausgefallen ist, wurde ihr Vertrag nicht weiter verlängert. Das zeigt, wer für den Arbeitgeber unbequem ist oder für seine Rechte einfordert, läuft Gefahr, nach Ablauf der Befristung nicht weiter übernommen zu werden. Nur durch massiven Druck ist es gelungen, für die Frau zu erreichen, dass sie einen unbefristeten Vertrag bekommen hat. Das ist eine unglaubliche Geschichte. So etwas darf es einfach nicht geben. Auch für die Qualität von Arbeit ist das entscheidend, ob ein Arbeitsvertrag befristet ist oder nicht. Denn wer befristet beschäftigt ist, hat Angst vor dem Verlust seiner Arbeit und hält deswegen lieber die Klappe. Wer befristet beschäftigt ist, wehrt sich nicht gegen Ungerechtigkeit und beteiligt sich nicht an so etwas wie Warnstreiks oder Streiks im Betrieb. Das ist der Zusammenhang zu dem Gesetz zur Tarifautonomie. Nur so kann man auch die Tarifautonomie stärken. Und wer befristet beschäftigt ist, kann deshalb nie seine Rechte als Beschäftigter im vollen Umfang wahrnehmen. Und das darf es aus unserer Sicht in Deutschland nicht länger geben. Besonders schlimm finde ich, dass das der Fall ist, dass viele junge Menschen davon betroffen sind. Jeder zweite Berufseinsteiger wird heute nur noch befristet eingestellt. Das erschwert nicht nur die berufliche Lebensperspektive und die Lebensplanung für die Zukunft. Dass die Große Koalition das nicht anerkennt, zeigt, wie unwichtig ihnen diese Generation praktisch ist. Fachkräftemangel hin oder her. Und dabei war gerade die FDP, die SPD, auf dem richtigen Weg gewesen. Wir alle erinnern uns, noch vor 9 Monaten war auch da die Position der Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen. Das stand in Ihrem Wahlprogramm.
Und jetzt schweigen und hoffen, dass es keinem auffällt sozusagen, aber nicht mit uns. Meine Fraktion und auch ich werden dafür sorgen, dass das Thema Befristung weiterhin präsent bleibt. Ich habe nicht umsonst seit 1985 gegen befristete Arbeitsverhältnisse gekämpft. Wir werden so lange nicht locker lassen, bis das unbefristete Arbeitsverhältnis wieder zu einer Regel in Deutschland wird. Vielen Dank. Jutta Krellmann war das für die Linksfraktion, deren Sprecherin für Arbeit und Mitbestimmungspolitik sie ist. Nach ihr jetzt Wilfried Oellers für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir beraten heute zwei Anträge der Fraktion Die Linke zur Befristung von Arbeitsverhältnissen nach dem Teilzeitbefristungsgesetz. Der erste Antrag umfasst die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung und der zweite Antrag trägt den Titel, dass unbefristete Arbeitsverhältnisse zur Regel gemacht werden sollen. Zunächst sei zu den Anträgen noch mal Folgendes zu erwähnen. Als Neuling hier im Hause war ich im Rahmen des Verfahrens schon überrascht, den Antrag zur Abschaffung der sachgrundlosen Befristung zu lesen. Grund hierfür war, dass dieses Thema bereits schon in der letzten Legislaturperiode, und es war im Jahre 2010, hier bereits einmal beraten worden ist. Interessant war in diesem Zusammenhang zu erfahren, dass Sie nun den gleichen Antrag stellen, den in der letzten Wahlperiode die SPD-Fraktion gestellt hat. Und Ihr Antrag datiert vom 23.10.2013, also unmittelbar nach der Konstituierung des 18. Deutschen Bundestages und in Zeiten der Koalitionsverhandlungen. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Sie die SPD-Fraktion vorführen wollen und nicht an einer sachlichen Diskussion interessiert sind. Für mich ist das schlicht und ergreifend eine Sauerei, und das muss an dieser Stelle auch mal deutlich gesagt werden. Zudem sind Ihre Anträge in sich widersprüchlich und unschlüssig, wenn man sich einmal die Zahlen und Fakten genau anschaut. Sie wollen unbefristete Arbeitsverhältnisse zur Regel machen, zum zweiten Antrag nochmal. Wenn Sie sich die Zahlen jedoch genau anschauen, so ist dies bereits schon der Fall, auch mit dem derzeitigen Teilzeitbefristungsgesetz. Seit 2006 liegen die befristeten Arbeitsverhältnisse in Deutschland bei gleichbleibend unter 9%. Das heißt im Umkehrschluss, dass 91% der Arbeitsverhältnisse unbefristeter Natur sind. Damit ist das unbefristete Arbeitsverhältnis bereits die Regel und nicht die Ausnahme, so wie es hier von Ihrer Seite aus fälschlicherweise vorgetragen wird. Herr Kollege, das ist. Bitte? Es gibt eine Flut von Zwischenfragenwünschen. Nein, zwei. Der Kollege Ernst und die Frau Kollegin Krellmann würden eine Zwischenfrage stellen. Wollen Sie sie zulassen oder wollen Sie weitersprechen? Nein, die möchte ich nicht zulassen. Das muss die Fraktion Die Linke sich jetzt mal anhören. Diese positive Entwicklung, ich war gerade dabei, dass 91% der Arbeitsverhältnisse unbefristeter Natur sind, ist ein eindeutiges positives Signal für Deutschland und vor allen Dingen auch für das Teilzeitbefristungsgesetz. Weiter sinkt seit 2011 die Zahl der befristeten Neueinstellungen von seinerzeit 2011 etwas unter 1 Million auf nunmehr etwas unter 900.000. Relativ gesehen haben wir sogar einen Rückgang bereits schon seit 2009 von 47 auf 42% der Neueinstellungen. Von einem Missbrauch der befristeten Arbeitsverhältnisse kann daher nicht die Rede sein. Weiter kommt das IAB auch zu dem eindeutigen Ergebnis, dass sachgrundlose Befristungen häufig das Sprungbrett in eine unbefristete Beschäftigung und in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ist.
Die Übernahmequote ist von 30% im Jahre 2009 auf derzeit 39% gestiegen. Das ist eine absolut positive Entwicklung, und diese sollten wir nicht durch eine Änderung des Teilzeitbefristungsgesetzes aufhalten. Es muss uns doch ein Anliegen sein, Menschen in Beschäftigung zu bekommen. Ob das zunächst befristet oder unbefristet ist, sollte in meinen Augen zunächst einmal egal sein, da es besser ist, zunächst einmal befristet beschäftigt zu sein, als gar nicht beschäftigt zu sein. Und was wir wissen, ist, dass wir die Menschen mit befristeten Beschäftigungsverhältnissen auch in Beschäftigung haben. Das wüssten wir nicht, und wir können uns kein Urteil darüber erlauben, ob das auch so wäre, wenn es diese Möglichkeit nicht gibt. Und wenn man dann die positive Entwicklung bei den Übernahmequoten noch sieht, die ich eben erwähnt habe, dann ist es keine schlechte Aussicht, zunächst ein befristetes Arbeitsverhältnis aufzunehmen. Und dabei ist ausdrücklich zu betonen, dass eine sachgrundlose Befristung, wie sie angesprochen worden ist, auch nur 2 Jahre lang erfolgen kann. Ihr Beispiel wäre sicherlich mal juristisch zu überprüfen. Ob das nicht geschehen ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber rein rechtlich kann es nur 2 Jahre lang erfolgen. Sicherlich ist mir da natürlich auch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts bekannt. Aber diese sollte man auch als höchstes Arbeitsgericht in Deutschland hier im Hause auch einmal akzeptieren. Zudem sei erwähnt, dass eine Befristung mit Sachgrund ohne zeitliche Begrenzung vorgenommen werden kann. Wenn Sie also Ihr Ansinnen konsequent fortsetzen würden, dann müssten Sie die vollständige Aufhebung des § 14 Teilzeitbefristungsgesetz verlangen. Das tun Sie hier nicht, und daher ist Ihr Antrag in sich auch schon mal unschlüssig. Die Befristungsmöglichkeiten nach § 14 Teilzeitbefristungsgesetz sollten so bestehen bleiben, wie sie sind, da sie sich als arbeitsmarktpolitisches Instrument absolut bewährt haben. Wir müssen schon schauen, dass wir den Unternehmen auch flexible Instrumente an die Hand geben, um auf besondere wirtschaftliche Situationen reagieren zu können, wie zum Beispiel auch bei Auftragsspitzen. Und ich betone noch einmal, dass fast 40% der befristeten neuen Arbeitsverhältnisse in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden. Von Missbrauch kann da keine Rede sein, zumal die meisten befristeten Arbeitsverhältnisse in der öffentlichen Hand vorliegen und nicht in der freien Wirtschaft, wenn Ihr Vorwurf in diese Richtung zielt. Das müsste doch auch Sie von der Fraktion Die Linke überzeugen. Insgesamt ist zu bewerten, dass sämtliche Zahlen und auch Feststellungen des IAB gegen Ihren Antrag sprechen. Dieser neutralen Einrichtung sollten Sie einmal Glauben schenken, meine Damen und Herren der Fraktion Die Linke. Im Übrigen erlaube ich mich, auf den Inhalt des Protokolls aus dem Jahre 2010 zu verweisen zu diesem Thema, um die Diskussion hier nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Und in der Hoffnung, dass wir nun nicht jedes Jahr diese Anträge zu verhandeln haben, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet der Abgeordnete Klaus Ernst, Fraktion Die Linke. Die Rede von Wilfried Oellers war das für die CDU-CSU-Fraktion. Jetzt eine Kurzintervention von Klaus Ernst von der Linksfraktion. Der Vorwurf, wir würden die SPD vorführen wollen, der ist nur wirklich Quatsch. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich auch als ehemaliger Sozialdemokrat, der ich ja mal war, 30 Jahre, mich immer dafür eingesetzt habe, zusammen mit meiner damaligen Partei, dass es darum, dass Menschen eine planbare Arbeit haben. Planbar heißt, sie müssen auch wissen, ob sie in einem Betrieb beschäftigt werden, und zwar nicht nur für ein halbes Jahr, für ein Jahr oder für 2 Jahre. Sie müssen ein planbares Leben haben. Dieses Argument haben Sie überhaupt nicht beachtet. Schauen Sie, wir reden darüber, dass doch bitte schön die jungen Leute Familien gründen wollen. Sie sollen sich möglicherweise auch verschulden, weil sie am Anfang wenig verdienen. Auch 8,50 € ist ja nicht gerade die Nummer. So, und gleichzeitig verwehren wir über eine planbare Perspektive, wie Sie Ihr Arbeitsleben gestalten. Ich halte es für sehr bedauerlich, dass Sie sich dem Problem überhaupt nicht zuwenden, sondern bei dem bleiben, wo Sie sind. Und das Zweite.
Wir haben heute Vormittag über die Stärkung der Tarifautonomie gesprochen. Das wäre das Anliegen, das Sie verfolgen, gemeinsam in der Koalition. Ja, glauben Sie, dass Sie die Tarifautonomie stärken, wenn Sie Leute nur 2 Jahre sozusagen ohne Perspektive beschäftigen? Was glauben Sie, was die machen, wenn zur Stärkung der Tarifautonomie, also 2 starke Partner, vielleicht einer davon streiken muss, um die Stärke auch ins Spiel zu bringen? Glauben Sie, dass sich der beteiligt, wenn er bloß befristet beschäftigt ist, wo er damit rechnen muss, dass er rausfliegt? Glauben Sie, dass dieser Mensch sich wehrt, wenn es darum geht, dass er unbezahlte Überstunden leisten muss, wenn ein Tarifvertrag nicht eingehalten wird zum Beispiel? Nein, ich habe wirklich den Eindruck, muss ich Ihnen mit aller Klarheit sagen, wer wirklich will, dass die Menschen nur noch 2 Jahre maximal, sonst 2 Jahre beschäftigt sind, übrigens immer wieder, bei mir in der Region fliegen die aus einem Betrieb raus, kommen im nächsten wieder mit einem befristeten Arbeitsvertrag und nach 2 Jahren kommen sie wieder in den alten oder in den anderen und haben wieder bloß einen befristeten Job. Es gibt Menschen, die haben jahrelang nur befristete Jobs. Wenn das ihr Zukunftsmodell ist, wenn das ihre Stärkung der Tarifautonomie ist, da kann ich nur sagen, gute Nacht. Nächster Redner erteilt das Wort der Abgeordnete Beate Müller-Gemmicke, Bündnis 90. Weiter geht es jetzt in der Debatte mit Beate Müller-Gemmicke, Bündnis 90, die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Flexibilität erfordert Anpassungsfähigkeit. Und die Beschäftigten in Deutschland sind in den vergangenen Jahren äußerst anpassungsfähig geworden. Unter dem Dogma der Flexibilisierung nehmen sie ständig wechselnde Arbeitszeiten in Kauf. Sie verleihen ihre Arbeitskraft. Vor allem arbeiten sie aber immer häufiger auf Zeit, also befristet. Ja, Flexibilität ist notwendig, aber sozialverträglich. Und deshalb sehen auch wir Reformbedarf. Und deshalb wollen auch wir die sachgrundlose Befristung abschaffen. Befristungen waren eigentlich als Brücke in dauerhafte Beschäftigung gedacht, aber das funktioniert zu wenig. Befristungen führen die Beschäftigten stattdessen häufig in eine Sackgasse von Qualifizierungsmaßnahmen und Aufstiegsmöglichkeiten in einem Betrieb sind sie per se ausgeschlossen. Sie verdienen weniger und haben häufiger Phasen der Erwerbslosigkeit. Alles zusammen führt zwangsläufig zu Problemen bei der Alterssicherung. Nehmen Sie, die Regierungsfraktion, das endlich zur Kenntnis. Fast 3 Millionen Menschen hatten im letzten Jahr einen befristeten Job. Das sind zu viele. Und manche von ihnen arbeiten sogar jahrelang befristet, wie etwa die Postbotin, die ja kurzem in der Öffentlichkeit bekannt wurde, weil ihr Vertrag 17 Jahre lang immer wieder befristet wurde. 88 Mal insgesamt. Das ist unglaublich. Das zeigt, manche Arbeitgeber missbrauchen die Befristungsmöglichkeiten in unverantwortlicher Weise. Und das ist nicht akzeptabel. Fast die Hälfte aller Befristungen hat keinen sachlichen Grund und betroffen sind insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene. Eine aktuelle Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung kommt eindeutig zu dem Ergebnis, die erste Phase des Erwerbslebens für junge Menschen ist heute instabiler und unsicherer als noch vor einigen Jahren. Befristete Arbeitsverträge erschweren die Lebens- und Familienplanung, die beruflichen Perspektiven sind unsicher und Brüche in den Erwerbsbiografien sind vorgezeichnet. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist das unverantwortlich, aber vor allem für die jungen Menschen ist das nicht gut und ermutigend erst recht nicht. Natürlich sind flexible Möglichkeiten der Beschäftigung für die Wirtschaft in unserem Land wichtig. Die heutigen Regelungen zur sachgrundlosen Befristung werden aber inzwischen von manchen Unternehmen hemmungslos ausgenutzt, beispielsweise in der Callcenter-Branche. Wenn die soziale Verantwortung in Teilen der Wirtschaft verloren geht, dann muss die Politik handeln. Mir kann auch niemand erzählen, die Betriebe wären ohne die sachgrundlose Befristung nicht mehr flexibel genug in ihrer Personalplanung. Es gibt eine ausreichend lange Probezeit. Kleine Betriebe sind eh vom Kündigungsschutz befreit. Und für die anderen gibt es ja immer noch die Befristung mit sachlichem Grund. Wer gute Gründe hat, kann also auch weiterhin befristen.
Ja, und vor der Bundestagswahl war das den Sozialdemokraten auch noch klar. Noch vor 2 Jahren forderte die jetzige Ministerin Nahles wortgewaltig, ich zitiere, Schluss mit immer mehr befristeten Verträgen, sachgrundlose Befristung gehört abgeschafft. Da kann ich nur sagen, gut gebrüllt, Frau Nahles. Wo bleibt aber jetzt die entsprechende parlamentarische Initiative? Im Koalitionsvertrag sind die sachgrundlosen Befristungen noch nicht einmal mit einem einzigen Wort erwähnt. Wir hingegen bleiben bei unserer Haltung. Durch Befristung darf weder das unternehmerische Risiko auf die Beschäftigten übertragen, noch der Kündigungsschutz umgangen werden. Nur so wäre es richtig und fair. Und deshalb, ja, und deshalb werden wir heute auch dem Gesetzentwurf der Linken zustimmen, auch wenn wir im Detail geringfügig andere Schwerpunkte setzen. Entscheidend ist und bleibt, flexible Arbeitsverhältnisse dürfen keine Einbahnstraße sein, denn die Menschen brauchen soziale Sicherheit. Vielen Dank. Nächste Rednerin erteilt das Wort der Abgeordneten. Das war Beate Müller-Gemmecke, Bündnis 90 Die Grünen. Die nächste Rednerin ist jetzt Gabriele Hiller-Ohm für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Fakt ist, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden heute nur noch befristet eingestellt. Häufig geschieht dies sogar ohne jegliche sachliche Begründung. Die Beschäftigten wissen dann oft bis zum letzten Arbeitstag nicht, ob sie übernommen werden oder eben nicht, ob sie in die Arbeitslosigkeit entlassen werden oder wieder eine Chance bekommen. Das, meine Damen und Herren, finden wir falsch. Deshalb stimmen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dem Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfs der Linken nach Abschaffung der sachgrundlosen Befristung inhaltlich durchaus zu. Ja, danke. In der letzten Legislaturperiode haben wir zu diesem Thema bereits im Mai 2010 den Antrag Langfristige Perspektive statt sachgrundlose Befristung vorgelegt, übrigens vor den Initiativen von Linken und Grünen. In unserem Wahlprogramm steht, ich zitiere, die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen wollen wir abschaffen, den Katalog möglicher Befristungsgründe überprüfen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, gilt nach wie vor. Das ist die SPD-Position. Denn wir wollen nicht, dass erstens inzwischen fast jeder zweite Arbeitsvertrag nur noch auf Zeit abgeschlossen wird, zweitens vor allem jungen Menschen dadurch unsichere Berufsaussichten und Lebensperspektiven erhalten und drittens Frauen besonders hart von Befristungen betroffen sind. Was heute möglich ist, zeigt das bereits erwähnte Negativbeispiel der Postzustellerin, die 88 befristete Verträge in 17 Jahren bekommen hatte. Solche Kettenbefristungen sind mit Sachgründen, beispielsweise Elternzeit oder Krankheitsvertretungen, möglich. Auch dem, meine Damen und Herren, müssen wir einen Riegel vorschieben. Das ist unwürdig und nötig ist so etwas auf keinen Fall. Gerade in großen Unternehmen wie der Post gibt es immer Möglichkeiten, Menschen vernünftige, feste Arbeitsverträge anzubieten, auch den Vertretungskräften. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken und auch der Grünen, man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Es ist ja nun nicht so, dass wir in Deutschland nur noch befristete Arbeitsverträge haben. Je nach Quelle sind 9 bis 10% aller Arbeitsverhältnisse befristet. Richtig ist aber auch, dass über 90% der Beschäftigten ein unbefristetes Arbeitsverhältnis haben. Aufgrund der guten Konjunktur sind die Befristungen in den letzten Jahren glücklicherweise wieder etwas zurückgegangen. Und Fakt ist auch, dass Befristungen und insbesondere sachgrundlose Befristungen ein Sprungbrett in unbefristete Beschäftigung sein können. Trotzdem würden wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen die sachgrundlose Befristung gerne abschaffen und die Auswüchse bei befristeten Verträgen mit Sachgrund angehen.
Das Beispiel der Postzustellerin mit den 88 Verträgen in 17 Jahren zeigt, dass auch hier dringend gehandelt werden muss. Nun ist es aber bekanntlich so, dass in jeder Regierungskoalition Kompromisse gemacht werden müssen. Keiner kann alle eigenen Forderungen in einem Koalitionsvertrag unterbringen. An vielen Stellen konnten wir mit der Union gute Lösungen finden. Bei den Befristungen leider nicht. Deshalb, meine Kolleginnen und Kollegen der Linken, werden wir Ihren Initiativen heute auch nicht zustimmen. Die entscheidende Frage ist aber doch, ob der Koalitionsvertrag der Großen Koalition ein guter und richtiger Kompromiss ist, den es sich insgesamt einzugehen lohnte. Die Antwort ist ein klares Ja. Denn der Koalitionsvertrag ist ein gutes Handlungsfundament, in dem ein Großteil unserer sozialdemokratischen Forderungen enthalten sind. Vieles, wofür wir seit Jahren auch gemeinsam mit den Gewerkschaften gekämpft haben, kann jetzt Wirklichkeit werden. Und genau deshalb findet die Große Koalition breite Unterstützung. So zum Beispiel beim DGB in seiner Zeitung Klartext, ich zitiere, Koalitionsvertrag, Deutschland wird ein Stück gerechter, die Richtung stimmt, gut für Deutschland, gut für Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zitat Ende. Umfragen zeigen deutlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung diese Große Koalition will und mit ihrer Arbeit zufrieden ist. Und auch 76% unserer Mitglieder haben basisdemokratisch für den Koalitionsvertrag gestimmt. Und das, obwohl sie die Große Koalition von 2005 bis 2009 und das daraus resultierende Ergebnis für die SPD noch schmerzhaft in Erinnerung hatten. Meine Damen und Herren, diese Bewertungen fallen deshalb so aus, weil wir zahlreiche Maßnahmen durchsetzen konnten, die die Lage der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land verbessern werden. Da ist natürlich an einem so historischen Tag wie heute zuallererst der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn zu nennen, den wir gerade beschlossen haben. Ich freue mich sehr, dass uns dieser Kraftakt hier gemeinsam gelungen ist. Ab dem nächsten Jahr kommt der einheitliche und flächendeckende Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde. Und spätestens ab 2017 gilt er nach Ende der Übergangsregelungen ausnahmslos in allen Branchen. Davon werden etwa 4 Millionen Menschen direkt profitieren und mehr Geld auf ihren Konten haben. Gleichzeitig werden wir mit dem Mindestlohn auch die Ausbeutung von Praktikantinnen und Praktikanten beenden. Die sogenannte Generation Praktikum, die nach ihren Hochschulabschlüssen ohne Bezahlung vollwertige Tätigkeiten in Unternehmen ausübt, wird es ab 1. Januar 2015 nicht mehr geben. Das ist dann Vergangenheit. Wir stärken außerdem die Tarifautonomie und die Sozialpartner. Wir weiten das Arbeitnehmerentsendegesetz auf alle Branchen aus. Diese Öffnung ermöglicht es allen Wirtschaftszweigen, zusätzlich verbindliche Branchenmindestlöhne zu vereinbaren, die natürlich über dem gesetzlichen Mindestlohn liegen müssen. Außerdem können zukünftig Tarifverträge und damit das gesamte Lohngefüge leichter auf gesamte Branchen ausgeweitet werden. Damit bekämpfen wir auch unlauteren Wettbewerb durch Dumpinglöhne und helfen den Unternehmen, die gute Löhne zahlen wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns noch mehr vorgenommen. So werden wir den Missbrauch von Werkverträgen verhindern und die Leiharbeit regulieren und auch hier den Menschen helfen. Und auch das Thema gerechte Löhne werden wir gesetzlich angehen. Denn immer noch verdienen Frauen im Schnitt 22% weniger als Männer. Das, meine Damen und Herren, ist eine nicht hinnehmbare Ungerechtigkeit. Das müssen wir ändern. Hier muss endlich, genau wie für die Leiharbeit, das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit gelten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe bereits von 2005 bis 2009 eine Große Koalition als Abgeordnete begleitet. Ich habe mir nach den damals gewonnenen, nicht so guten Erfahrungen, muss ich sagen, nicht träumen lassen, dass wir einmal mit der Union als Partner
so viel für die Menschen in unserem Land erreichen könnten. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, mit Ihren Initiativen zur Einschränkung von Befristungen laufen Sie bei uns offene Türen ein. Uns brauchen Sie nicht zu überzeugen. Vielleicht haben Sie ja bei unserem Koalitionspartner, der CDU/CSU, Erfolg. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten würden uns darüber freuen. Soweit Gabriele Hiller-Ohm für die SPD-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Matthäus Strebel für die CDU/CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute den Antrag der Linken, das unbefristete Arbeitsverhältnis zur Regel machen und sachgrundlose Befristung abschaffen. Vorab einige Bemerkungen. Grundsätzlich müssen wir zwischen den einzelnen Befristungen differenzieren. Im Teilzeiter Befristungsgesetz werden die Arbeitsverhältnisse mit und ohne Sachgrund genannt. Befristete Arbeitsverhältnisse mit Sachgründen können sich aus den unterschiedlichen Faktoren ergeben. Und ich glaube, das sind wichtige Argumente. Dem Alter des Beschäftigten, dem Bedarf in den Unternehmen, der Erprobung des Beschäftigten und zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers. Und meine sehr verehrten Damen und Herren und Kollegin Hiller-Ohm, ich möchte schon erinnern, dass von der Fraktion der Linken kassiert, kritisierte Arbeitsverhältnis ohne Sachgrund nach dem § 14 Absatz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz wurde von Rot-Grün in der 14. Wahlperiode, ich glaube sogar richtig zu sagen, im Jahr 2001, in dieser Wahlperiode eingeführt, um Arbeitslosen die Rückkehr in die Beschäftigung zu erleichtern. Meine Damen und Herren, ich bin der Auffassung, dass ein Arbeitsverhältnis mit einer Befristung ohne Sachgrund nicht automatisch negativ zu bewerten und zu sehen ist. Der Arbeitnehmer kann, wie in jedem anderen Arbeitsverhältnis, auch Erfahrungen sammeln, seine Fähigkeiten erweitern und sich im Betrieb einsetzen und dadurch seinen Arbeitgeber überzeugen. Vergessen sollten wir dabei nicht, dass befristete Arbeitsverhältnisse eine echte Alternative zur Arbeitslosigkeit und ein Einstieg zur Dauerbeschäftigung bedeuten kann. Ich muss auch der Aussage der Linken widersprechen. Und ich zitiere, wonach es, Zitat, es für die Qualität von Arbeit entscheidend ist, ob ein Arbeitsvertrag befristet oder ist oder nicht. Zitat Ende. Meine sehr verehrten Kollegen von der Linken, ich gehe davon aus, dass diese Aussage auf unsere befristeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Abgeordnetenbüros nicht zutrifft und auf Ihre Mitarbeiter doch wohl auch nicht, meine Frage. Zweifelsfrei ist eine Altersgruppe am meisten von Befristungen betroffen, und zwar die jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Berufseinsteiger nach einem Studium oder einer Ausbildung. Das kann aber auch im Einzelfall seine berechtigten Gründe haben, und zwar dem Erwerben von Vertrauen und dem Nachweisen von Fähigkeiten. Und hier ist das entscheidende Stichwort doch die Übernahmequote. Und hier komme ich zum Institut für Arbeit und Berufsforschung, das vor kurzem festgestellt hat, dass insbesondere sachgrundlose befristete Arbeitsverhältnisse oft als Brücke zu dann unbefristeten Arbeitsverhältnissen genutzt werden. Bei diesem Thema dürfen wir auch nicht vergessen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass insbesondere in der heutigen Zeit Arbeitgeber flexibel handeln müssen. Und gerade Start-up-Unternehmen und Existenzgründer können am Anfang ihrer Unternehmensgründung schwer einschätzen, wie viele Beschäftigte sie tatsächlich benötigen. Ebenso kann in großen Betrieben die Auftragslage aufgrund verschiedener Gründen erheblich schwanken. Dann müssen Arbeitgeber schnell reagieren können, und dazu gehört eben auch das Instrument der Befristung von Arbeitsverträgen. Deshalb, so glaube ich, dürfen wir nicht so viele Eingriffe in die Privatautonomie vornehmen, die dann zu erheblichen Einschränkungen der Wettbewerbsfähigkeit von deutschen Firmen genauso führen könnte. Als Gesetzgeber, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir die Verantwortung und haben auch die Pflicht, zwischen dem Sicherheitsbedürfnis des einzelnen Arbeitnehmers und der Flexibilität der Wirtschaft genau abzuwägen. Um beiden Seiten gerecht zu werden,
gibt das Teilzeit- und Befristungsgesetz Rahmenbedingungen vor, auf die sich der Arbeitnehmer berufen kann und seinen Anspruch auf dem Rechtsweg durchsetzen kann. Herr Kollege, Frau Müller, Kollegin Hiller-Ohm würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Mögen Sie ich würde zulassen? Gerne in einem Zusammenhang das vortragen, okay. Herr Präsident. Auch unterliegen befristete Arbeitsverhältnisse gesetzlichen Vorschriften, wie zum Beispiel der Schriftform und dem Zeit in dem ganzen Zeitraum. Ein Ausschluss von befristeten Arbeitsverträgen könnte auch den gesamten Arbeitsmarkt verändern. Und ich sehe die Gefahr, dass Arbeitgeber dann zurückhaltender bei den Einstellungen sein könnten und eher auf Leiharbeitskräfte zurückgreifen, um Personal flexibler einzusetzen. Laut sehr derzeitigen Statistiken gewinnen befristete Verträge an Bedeutung. Das wurde heute schon bei dieser Debatte mehrmals gesagt. Dennoch müssen wir auch die Verhältnismäßigkeit hier sehen. Schauen wir uns das letzte Jahr an. Nach Auskunft des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung waren 2013 nur 7,5% aller Arbeitsverträge befristet. Das bedeutet, dass über 92% aller Arbeitsverträge hier unbefristet waren. Und gerade in Zeiten vom Fachkräftemangel setzen viele Unternehmen auf das Ziel, kompetente und gute Beschäftigte langfristig zu halten. Genau das spiegeln die gerade genannten Zahlen eben dann wieder. Ich halte am Arbeitsverträge mit Befristungen für ein wichtiges arbeitsmarktpolitisches Instrument. Das haben sich in der Praxis bewährt und wir wollen auch daran festhalten. Meine Damen und Herren, wir sehen bei der Befristung mit und ohne Sachgrund keinen Änderungsbedarf und werden deshalb den Antrag der Fraktion der Linken ablehnen. Das weiß ich. Matthias Strebel war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Michael Schlecht für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Befristungen sind ein entscheidender Hebel zur Beschädigung der Tarifautonomie in den letzten 10, 15 Jahren, seit 85 eigentlich schon geworden. Denn mit den Befristungen ist natürlich vollkommen klar, dass befristete Arbeitnehmer nicht in der Weise frei sind und sich sicher im Betrieb fühlen wie unbefristet Beschäftigte. Es sind nämlich Beschäftigte quasi ohne Kündigungsschutz. Und wenn man ohne Kündigungsschutz ist und eine Befristung hat von vielleicht 6 Monaten, von einem Jahr oder wie lange auch immer, dann überlegt man sich natürlich dreimal, ob man mit seiner Gewerkschaft gemeinsam in Tarifauseinandersetzung zum Beispiel auch sich an Warnstreiks und anderen Kampfformen beteiligt, um in einer Tarifrunde Druck zu machen. Dann ist man unter Umständen sogar bereit, wenn die anderen Kollegen aus dem Betrieb heraus streiken, sich sozusagen zum Büttel des Unternehmers machen zu lassen und als Streikbrecher zu operieren, weil man Angst hat, wenn man das nicht macht, dass man seine Arbeit verliert, dass die Befristung nicht fortgesetzt wird. Und insofern ist es absolut dringend notwendig, wenn man Tarifautonomie, das Handeln der Gewerkschaften wieder stärken will, dass man die sachgrundlose Befristung abschafft. Die muss weg. Und ich will noch an einem Satz das noch mal illustrieren. Wir haben, zu was das ja faktisch materiell führt. Wir haben in Deutschland heute nach wie vor die Situation, dass der durchschnittliche Beschäftigte um 3,6% weniger Reallohn hat als im Jahre 2000. Deutschland ist das Land des Lohndumpings. Und dass das so gekommen ist, ist, weil die Politik den Gewerkschaften in den letzten 10, 15 Jahren in einer absolut brutalen Weise zwischen die Beine gegrätscht ist. Und damit muss Schluss sein. Heute Morgen ist ja als eine Stärkung der Tarifautonomie aufgerufen worden. Nur das Gesetz ist leider vollkommen unvollständig. Mindestens die Befristung, die Neuregulierung der Befristung müsste dort wieder hinein. Aber ein zweiter Punkt noch. Die Befristungen sind auch ein Instrument, die eigentlich menschenunwürdig sind. Mir fällt da immer eine junge Frau ein aus meinem Wahlkreis in Mannheim, Janine F., sage ich jetzt mal, ich will sie ja hier nicht outen, 29 Jahre alt, die gut qualifiziert ist, Hotelfachfrau, die hat in ihrem Leben noch überhaupt keinen anderen Job gehabt als nur befristete Jobs. Und sie weiß auch nicht, wie das weitergeht. Sie geht davon aus, das wird immer so weitergehen mit den befristeten Jobs. Und wenn ich sie dann frage, ja, wie stellst du dir das denn vor? Sie hat einen Lebenspartner, einen Freund.
Was wollt ihr denn machen? Wie stellt ihr euer Leben vor? Wollt ihr vielleicht auch mal Kinder haben? Da sagt sie mir, das ist natürlich ganz schwierig. Ich würde schon gern ein Kind haben, auch mit meinem Freund. Der ist aber auch befristet beschäftigt. Und wir überlegen uns das gut. Und wie sollen wir denn den Mut eigentlich hier nehmen, in solchen Zeiten ein Kind zu haben, uns für ein Kind zu entscheiden? Und ich glaube, wenn man sich das mal wirklich ernsthaft anguckt, solche Folgen in der Arbeitswelt, auch unter familienpolitischen Gesichtspunkten, dann wird klar, dass das auch ganz wichtige Elemente sind, weshalb in Deutschland die Geburtenrate so niedrig ist, die ja sonst allenthalben, insbesondere auch hier von der CDU immer wieder beklagt wird und alle möglichen wilden Argumente herangeführt werden, warum junge Frauen keine Kinder mehr kriegen. Ich sage Ihnen, die Politik, die hier gemacht worden ist in der Arbeitswelt, zum Beispiel mit den Befristungen, die Sie zu verantworten haben, die Sie ja heute hier wieder hochgelobt haben, die sind dafür verantwortlich, dass den Menschen solche Restriktionen in ihrer privaten Sphäre aufgezwungen werden. Und es ist zynisch, es ist wirklich zynisch und pervers, wenn dann auf der anderen Seite immer gejammert wird, warum in Deutschland so wenig Kinder geboren werden, wenn zum Beispiel auch bei den Befristungen den jungen Leuten die Möglichkeiten genommen werden, dass sie sich eigentlich positiv und offensiv für Familie und für Kinder entscheiden können. Auch deshalb müssen die sachgrundlosen Befristungen endlich weg. Dankeschön. Die Rede von Michael Schlecht für die Linksfraktion war das. Nächster Redner ist jetzt Markus Paschke für die SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Fraktion der Linken hat einen Gesetzentwurf zur Abschaffung der sachgrundlosen Befristung vorgelegt. Es ist kein Geheimnis, das wurde ja heute auch schon erwähnt, dass die SPD in ihrem Wahlprogramm für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung ausgesprochen hat. Ich will das noch mal wiederholen, damit sich das auch ordentlich einprägt. Das ist für jedermann nachlesbar. Die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen wollen wir abschaffen und den Katalog möglicher Befristungsgründe überprüfen. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass wir uns seit dem Mitgliederentscheid im Dezember letzten Jahres in einer Koalition mit der CDU/CSU befinden. Und im Koalitionsvertrag konnten wir unsere Position an dieser Stelle nicht durchsetzen. Ein anderer dagegen schon. Heute Morgen erst haben wir das Tarifpaket mit dem Mindestlohn und der Beendigung der Generation Praktikum beschlossen. Genau. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, in dem Antrag steht zu Recht, dass fast die Hälfte der Neueinstellungen befristet sind. Und wenn man genauer hinschaut, stellen wir fest, dass es in den unterschiedlichen Branchen sehr verschieden ist. Selbst in den 10 Branchen mit dem höchsten Anteil von befristeten Arbeitsverträgen sind diese Unterschiede riesig. Auf Platz 10 Verkehr und Logistik mit 6,4% befristet Beschäftigte. Und auf Platz 1, jetzt genau hinhören, ich sehe viele Schüler da oben, ne, der Bereich Erziehung und Unterricht mit 17,2% befristet Beschäftigten, das ist fast jeder Sechste. Wir finden hier unter den 10 Branchen mit den meisten befristeten Beschäftigten viele Dienstleistungsbranchen, auch mit schwankenden Arbeitsvolumen. Die Wirkung eines Verbots der sachgrundlosen Befristung darf man von daher auch nicht überbewerten, weil sich für viele Fälle auch Sachgründe finden lassen. Wenn in der Land- und Forstwirtschaft gerade mal 8% in unbefristete Arbeitsverhältnisse übernommen werden, ist dies, glaube ich, ein deutlicher Hinweis. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist die Anzahl befristeter Arbeitsverträge viel zu hoch. Betroffen sind vor allem Frauen und junge Menschen. Was mich aber viel mehr bewegt als diese Zahlen, möchte ich an einem Beispiel noch mal deutlich machen. Der Kollege Schlecht hat mir das ja schon fast vorweggenommen. Aber ich will das aus eigenem Erleben auch noch mal erzählen. Im Rheinland lernte ich vor ein paar Jahren, schon einige Jahre mehr, Keno kennen. Keno lernte
gerade Kommunikationselektroniker, war richtig motiviert und machte kurz darauf seine Abschlussprüfung und bestand die auch noch mit sehr gut. Die besten Startchancen für einen Einstieg in den Beruf, dachte er, und ich auch. Aber relativ schnell nach der Ausbildung fand er auch einen Job als Leiharbeiter, befristet. Und als diese Stelle auslief, nahm er mit der Hoffnung auf eine in Aussicht gestellte Festanstellung eine Stelle in Nordrhein-Westfalen an. Also er zeigte nicht nur Interesse an Arbeit, war nicht nur motiviert, sondern war auch noch bereit, flexibel zu sein, umzuziehen etc. In Nordrhein-Westfalen blieb er 4 Jahre, aber nicht einmal in Festanstellung, immer nur in Befristung, immer nur in Leiharbeit. 4 lange Jahre. Mit 28 kam er dann wieder zurück nach Ostfriesland und hat eine weitere Ausbildung begonnen, seine zweite, weil ihm in Aussicht gestellt wurde, wenn er noch mal eine Ausbildung macht, würde er anschließend eine Festanstellung bekommen. Doch auch hier ein Satz mit X, das war nämlich nichts. Er erhielt wieder nur befristete Arbeitsverträge. Letztes Jahr kam endlich die Wende. Mit 34 Jahre war er alt, erhielt er die erste Festanstellung seines Lebens. So sehr ich mich für ihn persönlich freue, so sehr beunruhigt mich jedoch sein Lebenslauf. Denn die Zahlen zeigen deutlich, dass es sich hier nicht um eine Ausnahmeerscheinung handelt. Im Gegenteil, es wird zunehmend zur Regel, dass gerade junge Menschen nur befristete Arbeitsverträge erhalten. Das finde ich nicht nur sehr bedauerlich, sondern ich halte es schlichtweg für falsch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit Jahren reden wir über Fachkräftemangel, den demografischen Wandel und was wir für junge Familien tun müssen. Zu Recht reden wir darüber, zu Recht. Aber, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, hier zeigt es sich leider sehr deutlich, dass zwischen Reden und Realität eine Riesenlücke klafft. Denn Fakt ist, um junge Familien zu fördern, bedarf es erst einmal vernünftiger Rahmenbedingungen, die es den jungen Menschen überhaupt ermöglicht, eine Familie zu gründen. Planungssicherheit ist mit befristeten Arbeitsverhältnissen nicht zu machen. Wenn ich nicht weiß, ob ich im nächsten Jahr noch einen Job habe, wenn ich nicht weiß, ob ich mich selbst oder meinen Partner und meine Kinder ernähren kann, dann überlege ich es mir dreimal, ob ich eine Familie gründe. Das, finde ich, ist kurzsichtig und bringt uns nicht voran, wenn wir auf Kosten kurzfristiger Gewinne und kurzfristiger Flexibilität die Zukunft unserer Jugend aufs Spiel setzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere auch von unserem Koalitionspartner, lassen Sie uns gemeinsam für gute Rahmenbedingungen und für die notwendige Sicherheit für die jungen Menschen sorgen, damit unsere Jugend auch wieder eine Familie gründen kann, ohne Existenzangst und mit Lust auf die Zukunft. Einen ersten Schritt sind wir bereits gegangen, denn im Koalitionsvertrag haben wir uns auf viele wichtige und lange geforderte Verbesserungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verständigt. Deutliche Verbesserungen hin zu guter Arbeit und weg von prekärer Beschäftigung. Ich finde, das ist ein großer Erfolg. Das Erreichen großer Ziele, wie die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohnes, wie die Rente mit 63, wie die Bekämpfung des Missbrauchs bei Werkverträgen und Leiharbeit, wie die Beendigung der Generation Praktikum. Große Ziele erfordern aber hin und wieder auch das Schlucken von Kröten. Die Kolleginnen und Kollegen von der Union haben heute Morgen auch geschluckt, einige davon. Und wir haben uns mit der Union im Zuge der Koalitionsverhandlungen auf ein einheitliches Abstimmungsverhalten geeinigt. Wir sind vertragstreu und wir halten uns an die Abmachungen. Die SPD steht zu ihrem Wort. Wir schlucken jetzt also diese Kröte und werden den vorliegenden Gesetzentwurf heute ablehnen.
Und meine Eltern, das will ich zum Schluss noch mal sagen, meine Eltern haben mir beigebracht, dass man sich an Vereinbarungen und Absprachen unbedingt hält. Sonst sollte man sie gar nicht erst treffen. Das hat was mit Verlässlichkeit zu tun. Das hat was mit Verlässlichkeit zu tun. Und auf Sozialdemokraten, das will ich auch noch mal deutlich sagen, kann man sich jederzeit verlassen, meine Damen und Herren. Zeit. Und da das voraussichtlich meine letzte Rede in dieser Woche war, wünsche ich uns allen 9 intensive Wochen und auch erholsame Wochen im Wahlkreis. Dankeschön. Soweit Markus Paschke für die SPD-Fraktion. Nach ihm jetzt als letzte Rednerin in dieser Debatte zum Thema Befristung von Arbeitsverhältnissen Brigitte Podmer, die Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Hi, hallo, Markus Paschke. Offen gestanden, du lässt dich deine Rede etwas ratlos zurück. Zeitweise klang sie ja als eine Begründung für die Zustimmung zu dem Gesetzentwurf der Linksfraktion. Dann habe ich wieder gedacht, wahrscheinlich ist das eine Fortbildungsveranstaltung für euren Koalitionspartner. Also wahrscheinlich war es eine Mischung aus beiden. Ich bin mal gespannt, wie das dann am Ende ausgeht. Sehr geehrter Herr Oellers, nee, da brauche ich wirklich keinen Nachhilfeunterricht, jedenfalls nicht von den Sozialdemokraten. Lieber Herr Oellers, lieber Herr Strebel, wir wollen doch mal eines ganz klarstellen. Es geht doch auch in dem Gesetzentwurf der Linken nicht darum, Befristungen abzuschaffen. Sie wissen vielleicht, dass das Teilzeit- und Befristungsgesetz neben der sachgrundlosen Befristung noch 8 weitere Gründe für Befristungen ermöglicht. Und dieser Katalog ist nicht abgeschlossen. Hinzu kommt, dass Betriebe mit 10 Beschäftigten, bis zu 10 Beschäftigten, überhaupt keinem Kündigungsschutz unterliegen. Also das heißt, wir haben in der Arbeitswelt ein hohes Maß an Flexibilität. Und gerade ich als Grüne, die auch ein Stück Mitverantwortung dafür trägt, dass wir die sachgrundlose Befristung haben, ich sage Ihnen, wir haben evaluiert und müssten feststellen, wir haben in dieser Frage tatsächlich einen Missbrauch. Wenn über 40% aller Neueinstellungen befristet eingestellt werden, dann hat das mit einer Flexibilitätsreserve, dann hat das mit atmenden Betrieben nichts mehr zu tun, sondern dann ist das schlicht die Verlängerung von Probezeit. Es ist doch Aufgabe der Politik, ein ausgewogenes Verhältnis zu finden zwischen den Bedürfnissen der Betriebe, die wir ja ernst nehmen, aber auch zwischen den Bedürfnissen von Menschen, ein Stück Sicherheit in ihrem Leben zu haben. Und ich will Ihnen mal was sagen. Wenn wir hier jedes Mal über familienpolitische Leistung streiten und wir inzwischen 200 Milliarden Euro ausgeben für familienpolitische Leistung, auch um jungen Familien zu ermöglichen, eine Familie zu gründen und Kinder zu kriegen, dann machen wir doch einen Riesenfehler, wenn wir diese Intention in der Arbeitsmarktpolitik konterkarieren. Dann ist das am Ende des Tages herausgeschmissenes Geld. Und das jedenfalls müssen wir jetzt endlich mal zur Kenntnis nehmen. Wir müssen in der Politik raus aus diesem schlichten Ressortdenken. Wir müssen die Lebenswirklichkeit der Menschen endlich zur Kenntnis nehmen. Und da braucht es einen Arbeitsmarkt, der auf die Bedürfnisse von Menschen und jungen Familien Rücksicht nimmt, die der Bedürfnisse nach Lebensplanung Rechnung trägt und die Bedürfnisse der Betriebe nach Flexibilität. Die sachgrundlose Befristung brauchen wir dazu nicht. Und deswegen werden wir auch diesem Gesetzentwurf zustimmen. Die Rede von Brigitte Podmer war das Bündnis 90 Die Grünen, die letzte Rednerin in dieser Debatte zum